Wir haben verschiedene Warnmittel, wie unsere Sirenenanlagen, um eben jeden Bürger vor Großschadenslagen, Fliegerbombenfunde, Überschwemmungen, andere Schadenslagen wie Schadstoffaustritte zu warnen. Die Sirenen im Stadtgebiet werden mindestens zweimal im Jahr getestet. Dazu wird ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören sein. Dieser Heulton wird so auch 1:1 bei einer scharfen Warnmeldung abgespielt. Wenn Sie von einer Evakuierung betroffen sind, zum Beispiel einem Großbrand, einem Schadstoffaustritt oder einem Kampfmittelfund, fahren unsere Kollegen durch Ihr Wohngebiet und informieren Sie über mobile Sirenen mit Lautsprecherdurchsagen. Aufgrund einer Kampfmittelbeseitigung werden alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, den Evakuierungsbereich sofort zu verlassen. Was wir Ihnen auf jeden Fall ans Herz legen können, ist, sich die Warn-App Nina zu installieren. Nachdem Sie sich die Warn-App Nina auf Ihr Handy heruntergeladen haben, können wir von der Leitstelle aus Ihnen Informationen zur Großschadenslage auf Ihr Mobiltelefon senden. Sie bekommen dann von uns Informationen zum Radius, zum Umfang der Großschadenslage, zu weiteren Verhaltensregeln, Telefonnummern wie die der Bürgerhotline der Stadt Augsburg, Transportmöglichkeiten zur Notunterkunft und alles weitere brandaktuell auf Ihr Mobiltelefon. Notfälle kann natürlich niemand ausschließen. Wir haben in Augsburg die Erfahrungen, das Pfingsthochwasser 1999, das viele noch in Erinnerung haben. Auch die Weihnachtsbombe 2016, wo wir einen Großteil der Innenstadtbevölkerung evakuieren mussten. Es gibt auch die Gefahr, dass es Starkregenereignisse in Augsburg gibt. Genauso ist die Waldbrandgefahr eine akute Gefahr, die bei Trockenheit einfach sich realisieren kann. Niemand braucht Sorge haben, aber es ist dann notwendig, schnell zu reagieren und gut zu informieren. Und deswegen setzen wir auf verschiedene Warnsysteme, um möglichst die ganze Bevölkerung zu erreichen.